Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Es gibt eine niegelnagelneue, also wenn ihr das seht, doch, dann müsst ihr auch noch neu sein. Die Lindenrotation, eine Eskalation. Wir schauen mal, wo das Ganze ist. Sieht ein bisschen aus wie Sapienza, kann es sein? Wo spielt's ja? Sapienza, die Welt von morgen, da unten steht's. Die Lindenrotation, Stufe 1. Ein Unfall im Anzug, das sieht... Ist das der Privatdetektiv? Ne, mit der Tasche könnte sein, aber ich meine, er hatte was anderes an. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal hier gerade gucken. Nach diesem Mann. Keine Informationen verfügbar. Okay, gut. Sal Falcone. Ich denke, das ist der Privatdetektiv. So, ein Unfall hätte er gerne. Dann starten wir auf dem Hauptplatz. Und wir nehmen uns... Unfall. Einen ferngezündeten Sprengsatz mit. Eine Giftspritze vielleicht. Eine Giftspritze sieht ja auch immer nach Unfall aus. Wir haben doch hier irgendwo so ein antikes Ding. Hier. Das nehmen wir uns mit. Was weiß ich. Die Kassen 5mm. Total egal für heute. Was tragen wir heute? Spannendes. Weihnachtsmannkostüm. Einen abgewetzten Anzug. Ah, den italienischen Anzug nehmen wir mit. So, und ein Schmuggelobjekt. Können wir uns noch irgendwo hinschmeißen? Vielleicht in den ICA-Unterschlupf ein paar Münzen oder so. Ach, Münzen kriegen wir auch im Café. So, okay. Und dann schauen wir mal, wo unser Ziel sich befindet und wie wir das am besten in die Luft jagen können. Wenn das Sal Falcone ist, der Privatdetektiv, wie ich meine, dass er es ist, dann pennt er irgendwo rum und dann können wir den mit einem Sprengsatz relativ leicht hochjagen. Ich weiß nicht, ob das mit einer Spritze auch geht. Ich glaube, da gucken immer Leute hin, wo er ist. Wenn wir natürlich irgendwo einen Feuerlöscher bekommen könnten, wäre das spitze. So, zuerst mal schauen wir auf die Karte. Ja, es ist ja Privatdetektiv, da sitzt er. So, und dann werden wir uns mal ein bisschen umsehen, ob wir nicht irgendwo erstmal ein paar Münzen klauen können. Ja klar, kann ich. Kein Thema. So, und dann schauen wir oben im Café nach, ob wir einen Feuerlöscher entwenden können. So, ein Feuerlöscher hier irgendwo. Oben im Turm gibt es einen, ne? Das wissen wir. Aber dazu muss ich halt erst hochklettern. Hi. Achso, hier kommen wir vom Boden aus gar nicht hin. So, dann krabbeln wir hier hoch. Er raucht hier gerade. So, jetzt wurden wir von unten gesehen. Naja, was soll's. So, den Weg hier, den kennen wir schon ziemlich gut. Ich habe keinen Dietrich dabei, ne? Ja. Wenn ich keinen Dietrich dabei habe, muss ich dieses Rohr hier benutzen, weil ich sonst oben nicht reinkomme. Wir hätten natürlich auch den Typen da unten K.O. hauen können irgendwie und uns dann den Schlüssel schnappen, aber hey, wozu? So, einmal die Aufnahmen zerstören hier. Dann nehmen wir uns diesen wunderbaren Feuerlöscher mit.
und gehen den gleichen Weg wieder zurück. Hui, ups. Und jetzt können wir uns aufmachen zu Sal Falcone. Oh, that's nice. Oh. Sorry. Und der pennt da wirklich auf der Bank. Also wir müssen mit dem nicht viel machen, denke ich. Wenn er nicht inzwischen aufgewacht ist. Ich schaue gleich mal nach, ob er inzwischen aufgewacht ist. Ne, ist er nicht. Achso, ne. Kling. So, und jetzt müssen wir es nur so einrichten. Ach, da liegt auch eine Münze. Dass uns hier niemand sieht, während wir die Sprengsätze werfen. Ach, Scheiße. Da hat er uns natürlich erwischt. Hey, buddy. Kann ich das Ding hier nicht fallen lassen? Ich würde es gerne fallen lassen. Ich kann es nicht fallen lassen. Das ist ja scheiße. Hm, okay, also es hat geklappt. Wir haben ihn durch einen Unfall getötet. Allerdings hat es nicht so richtig geklappt, den Sprengsatz dahin zu werfen, wo er hin soll. Also das müsste ich nochmal üben auf jeden Fall. Und wir haben auch ein Nichtziel getötet. Mensch, haben wir uns so eine Mühe gegeben hier, das alles schön zu machen und dann sowas. Ach, Mensch. Also sobald wir da was werfen, ne, wenn wir vorhin was ablegen, ist alles cool. Aber sobald wir was werfen, wacht er tatsächlich auf. Und dann ist unsere Chance, ihn da leicht umzubringen, vertan. Nee. So, wer ist er denn? Auch durch einen Unfall. Ach, aber ich habe ich bin dumm. Ich habe natürlich eine geile Idee gerade bekommen, wie wir Sal Falcone relativ unauffällig erledigen können. So, und die anderen Typen weiß ich nicht, wie wir den erledigen. Mal gucken. So, von der Planung her habe ich gerade beschlossen, es müsste auch an der Strandpromenade einen Feuerlöscher geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß noch nicht genau, wo der da ist. Das finden wir gleich heraus. Und dann finden wir auch raus, wo der Typ ist, den wir töten sollen. Der sieht so ein bisschen aus wie der Koch aus dem Café. Trägt aber keine Kochuniform. Also wird es wahrscheinlich nicht der Koch sein. So, der befindet sich in der Nähe des ICA-Unterschlupfes, okay. Renato Camerini heißt der Mann, okay. Dann kommt schon hier runter. So, und hier drüben irgendwo müsste es einen Feuerlöscher geben, wenn ich mich recht erinnere. Hm, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Aber ich hätte schwören können, irgendwo hier gibt es einen. In der Toilette wahrscheinlich nicht, ne? Aber in Sapienza hat man es ja auch nicht so mit Feuerlöschern. Ah, ich dachte, hier wäre irgendwo einer.
Ich dachte, irgendwo hier unten wäre einer. So, ich gehe hin noch einmal um die Ecke runter gucken. Und wenn es hier keinen gibt, dann müssen wir uns halt wieder den aus dem Café angeln. Nope, nope, nope. Hier gibt es keinen Feuerlöscher. Ach, da habe ich mich geirrt. Schade. Sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es hier einen leicht zugänglichen Feuerlöscher gibt. Aber, ich kann natürlich mal gucken. Okay, aber... Ja, lass mich doch mal durch, danke. Ach, jetzt habe ich mich gerade verlaufen wieder. Geil. Ja, hier rechts um die Ecke muss ich. Hat der hier zufällig einen Schraubenschlüssel rumzuliegen? Nee. So, wir könnten hier ein Ölleck verursachen. Das wäre aber sehr auffällig. Hier hinten drin gibt es, glaube ich, einen Feuerlöscher, ne? Aber da dürfen wir auch nicht rein. Mal abgesehen davon, dass die Tür zu ist. Okay, also am Hafen starten war keine so coole Idee. So, wo ist denn unser zweites Ziel hier eigentlich? Der muss doch... Ach, an dem sind wir gerade vorbeigelaufen irgendwie. Na gut. Um den kümmern wir uns später. Hi. Richtig. Eine Überwachungskamera hat uns gefilmt. Nein. Macht nichts. So, hier hinaus also. Na, Kamera, dreh dich. Ja, und so kommt man hier auf jeden Fall durchs Rathaus, für alle, die das noch nicht gesehen hatten, ohne auch nur einen einzigen Schlüssel oder Dietrich zu besitzen. Man kann dann, wenn man Bock hat, auch tatsächlich einfach hier die Tür benutzen und runterlaufen. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht in den Kellner, der immer draußen Pause macht, reinläuft. Ansonsten ist hier alles komplett safe. Ich weiß gar nicht, ob es oben Schraubenschlüssel gab. Ich denke beinahe nicht. So, und dann werden wir jetzt einfach ein bisschen cleverer sein, was Herrn Falcone angeht. Münzen hätte ich mir gleich mitnehmen können. Ne? Ach, hier ist der Typ, den wir töten sollen. Ja, hier ist gerade voll. Na geil. Hello, sir. Have a lovely day. Klar. Ach Mann, das ist hier wieder... Weil die Benutzen-Taste für solche Gegenstände und die Fallenlassen-Taste auf einem und demselben Knopf liegen. Es ist hier echt fummelig. So, jetzt ist er gerade weggerannt. Das ist natürlich doof. So, Fallenlassen, Fallenlassen. Ich habe damit nichts zu tun. Wo ist denn hier die Münze, die hier lag? Ja, hier lag doch eine Münze. Ach, jetzt holt sich schon die Polizei. Okay, dann müssen wir hier einschalten. Ich dachte, ich könnte die beide gleichzeitig in die Luft sprengen. Geht leider nicht.
Montes, Al Falcone. Sorry for the delay, I needed Who left that lying around? I have some good sense. So, ich hoffe, der nimmt nicht beide mit. Ne, der nimmt nur eins mit. So, und Sal Falcone sollte sich jetzt ein bisschen beeilen. Ich dachte eigentlich, der schaltet das Radio aus. Tut er nicht. Okay, jetzt habe ich natürlich jemanden mit erwischt, den ich nicht hätte mit erwischen sollen. Also daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, auf jeden Fall. So, und dann suchen wir mal unser Ziel Nummer 2. Hier ist er. Und vielleicht lassen wir uns nicht unbedingt erwischen, wenn wir ihn töten. Das wäre schon mal ein Plus. Sir. Hi. Don't get worked up, but keep him peeled. Stand down. So, mal sehen, wo der Mann lang geht. Vielleicht können wir ihn an irgendeinen unauffälligen Ort begleiten. Hier ist sogar relativ unbeobachtet gerade. Verbrechen wurde bemerkt. Nicht so unbeobachtet, wie ich dachte. Ah, okay. Und wenn man also die Giftspritze bemerkt, dann war das Ganze kein Unfall mehr. Ach, die Giftspritze zählt wahrscheinlich gar nicht als Unfall, fällt mir dabei auf. Die Leute bemerkten zwar nicht, dass der Typ getötet wurde, wenn man die Giftspritze benutzt, aber es zählt auch nicht gerade als Unfall. Okay. Gut, das heißt, wir bräuchten irgendwie noch einen zweiten Feuerlöscher oder sowas. So, ich schaue jetzt einfach mal hier runter, ob es hier einen gibt. Ach, ich habe keinen Dietrich dabei, ne? Nee. Das heißt, ich müsste hier irgendwo den Priester abpassen oder so. Denn ich glaube, hier unten in dem Raum gibt es, in diesem Priesterraum gibt es einen Feuerlöscher. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Mann sich befindet und wann der hier runterkommt. Ah, ich werde einfach diese Mission nochmal neu planen. Oh Mann, Leute, sorry. Ihr seht, ich habe Sapienza schon länger nicht mehr gespielt. Na, wo ist denn unser Dietrich? Wo ist unser Dietrich? Hier. Wonach suche ich denn die ganze Zeit? Keine Ahnung. So, also heute wieder ein bisschen durcheinander hier alles. Sorry. Und was eigentlich super nützlich wäre in Sapienza, ist ein Schraubenschlüssel. Und wenn man sich als Mechaniker verkleiden könnte. Ach, nicht hier runter. Hier ist hier gar keine Kamera. Nee, okay. Ich habe immer noch so im Kopf, dass das eine Kamera war, aber die war dann da wahrscheinlich nur mal für ein schwer zu fassendes Ziel. So, dann sind wir nämlich direkt hier unten.
Ah, ich dachte, ich hätte Schritte auf der Treppe gehört. Scheinbar ist das nicht der Fall gewesen. So, einmal öffnen. So, gibt's jetzt hier einen Feuerlöscher? Nein, hier gibt's keinen. Ach, Mann. Das ist doch zum Heulen. Ich will doch nur einen Feuerlöscher. Also gibt's Feuerlöscher tatsächlich nur im Rathausturm, wie es aussieht. Ärgerlich. Na gut, Plan 2 ist natürlich jetzt ein Schraubenzieher. Ein Schraubendreher. Ein Schraubendingsbums. Den finden wir am ehesten in der Villa. Hey there, big guy. Hi. In der Villa gibt es sowieso alles. Da müssen wir mal gucken. Achso, warum gehe ich nicht einfach hier durch? So, das nehmen wir mit. Hier den Schlüssel nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir uns mal na komm schon, lass los. Einen Schraubenschlüssel suchen. So, hier drin ist natürlich wieder dunkel. Was natürlich immer so ein bisschen problematisch ist. Hier haben wir nochmal so eine Karte, die wir schon besitzen. Hier können wir uns umziehen als Villa-Mitarbeiter. Hier kommen wir wieder nach draußen. Mann, ich brauche doch nur so einen billigen Schraubenschlüssel, Leute. Aber ich habe auch echt keinen Plan mehr, wo hier sich was befindet, ne? Schon ganz lange nicht mal gespielt, Sapienza. Jedenfalls nicht so ausführlich. So, wir gehen mal noch weiter runter. Ups. Wer kommt denn da? Die Schwester. Ach so, und dann kommen wir hier raus. Ah, interessant. Ich wusste gar nicht, dass das hier auch ein Eingang zur Villa ist. Na, wieder was gelernt. So, das ist jetzt der Koch hinter uns. Mann, Mann, Mann. Überall Leute, die uns hier identifizieren wollen. So, da ist ein Ausgang. Mal gucken, hier hinten reparieren die doch Autos. Oder repariert er das gar nicht? Nee, der poliert das nur. Hier könnte ich einen Ziegel mitnehmen. Nee, ein Ziegel ist kein Schraubenschlüssel. So, hier unten Werkstatt, Schraubenschlüssel geht doch. So, und dann benutzen wir den Seitenausgang am besten, denn der Haupteingang ist, glaube ich, kameraüberwacht. So, und dann versuchen wir jetzt mal irgendwie Sal Falcone und die anderen Typen da zu erwischen. Auf eine Art und Weise, wie das vernünftig ist. Ach, dieses Rumgerenne hier. Schlimm.
So, ich hoffe, er ist noch hier. Nein, ist er noch. Ah, gut. So, wenn ich jetzt hier so ein Öleck verursache, fällt das jemandem auf? Nö. So, dann können wir uns jetzt hier diese Münze... hier war sie doch, oder? Ja, da diese Münze schnappen. Und jetzt müssen wir nur auf unser Ziel Nummer 2 warten, nach Möglichkeit. So, wo ist der gerade? Ach, der ist gerade ganz woanders. Na gut, den kriegen wir wann anders. Was? Hat das gar nicht das Dings in die Luft gesprengt? Scheinbar nicht. Oh, jetzt kommt er hier nachgucken, aber. Komm schon hier weg. Ja, in der Tat. Das, die Bombe hat gar nicht das Öleck in die Luft gejagt. Na, geil. Was? Das war ein Unfall. Ach, Mann. Oh, es ist zum Kotzen hier. Also wir dürfen dabei scheinbar, beim letzten Mal wurden wir auch dabei gesehen. Na gut, wir wurden beim Zünden der Bombe gesehen und ja, ich weiß nicht, warum die Bombe auf jeden Fall nicht dieses Öleck in Brand setzt. Ich meine, jetzt habe ich mir extra Mühe gegeben, um nur Schraubenschlüssel zu organisieren und dann sowas. Tja, ich denke, das war eine schöne Experimentierfolge, die nicht viel gefruchtet hat, leider. Aber ich denke, ich werde das hier auch gleich beenden müssen. Ich werde hier nochmal in diesen Laden reingucken, ob wir irgendwo was Nützliches finden. Da drin ist eine Verkleidung, wahrscheinlich als Gärtner. Als Bote? Wie sieht man denn als Bote? Ach! Als Sohnbote. Ah, cool. Ach, ich weiß, warum das gerade gescheitert ist, weil ich den Anzug nicht anhatte. Ich soll das Ganze ja im Anzug machen. Und hier gibt es einen Blumenstrauß. Also, wenn man in die Villa, ne, da gibt es ja auch mehrere Sachen, die man mit dem Blumenstrauß als Bote verkleidet machen kann. Da kann man sich hier einfach ausrüsten. Gut zu wissen. Das war mir nicht ganz klar. Okay, also ein Schraubenschlüssel funktioniert prinzipiell. Hier in diesen Laden würde ich super gerne rein. Was? Ich? Wer ich bin? Na, ich denke gar nicht dran. Ist mir egal. So, hier gibt's eine Büste. Doch, ich kann. Kann ich die hier reinschmeißen? Nee. Schade. Okay. So, hier gibt's eine Cola. Dose und so. Hier gibt es den Ladenschlüssel. Bringt uns jetzt auch nichts mehr. Unsere Beschreibung ist schon ja. Und hier gibt es nämlich den Schraubenschlüssel, den ich gerne hätte. Und, na schade, das scheint nur in dem Sapienza bei Nachtlevel, wo die hier den Film drehen, der Fall zu sein. Glaube ich nicht. Da gab es ja auch Propangasflaschen. Die gibt es hier leider nicht mehr.
Das heißt, ja, wir machen das Ganze wirklich am besten mit dem Feuerlöscher. Das ist die einfachste Art und Weise. Wie gesagt, wir probieren das nochmal beim nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.